So, zweite Runde. Steffi Stahl, Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Bestseller-Autorin und bald vor allen Dingen uns, aber auch den Zuschauern so wahnsinnig viel Spaß gemacht habt. Ihr wolltet es, ihr bekommt es. Die zweite Runde mit euren Fragen. Wir sind euch da gern zu Diensten und geben unser Bestes, die zu beantworten. Wir haben auch gerade schon mal drüber geguckt und haben festgestellt, boah, da sind auch ein paar dabei, die sind ganz schön knifflig, aber wir sagen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Wir sind ja auch nicht allwissend. das wissen wir dann halt nicht. Ja, also lieben Dank, Steffi, dass du dich nochmal bereit erklärst dafür und freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Runde. Sehr gut. So, ich mich auch. Also das hat echt gut gematcht, wirklich. So, also ich lese mal die Fragen vor immer und Steffi beantwortet die dann erstmal und dann sage ich vielleicht noch was dazu und dann gehen wir da mal so durch. Also, erste Frage. Sowohl die Leute auf der Arbeit als auch im Verein interessieren sich nicht wirklich für mich. Jedoch beruht dies auch auf Gegenseitigkeit. Warum interessiere ich mich so wenig für meine Mitmenschen? Warum ist es bei mir so aus dem Augen, aus dem Sinn? Ich agiere auch häufig arrogant und eingebildet. Wie kann ich das ändern? Ja. Okay, dabei handelt es sich um eine Selbstschutzstrategie. Und wenn es so ganz aus dem Augen, aus dem Sinn ist, kann es sein, dass da auch so diese tiefere Bindungsfähigkeit so ein bisschen tangiert ist. Das deutet meistens darauf hin, dass die Kindheit wirklich ziemlich schwierig war. Es geht ja darum, sich im Grunde vor näherem Kontakt zu beschützen, weil Nähe irgendeine gewisse Bedrohlichkeit auslöst. Entweder die Angst vor einer Kränkung, vor einer Zurückweisung und damit oft hängt ja ganz eng zusammen, so ein Gefühl, sich im Kontakt sehr verbiegen zu müssen oder verstellen zu müssen. Also viele Menschen, die diese Strukturen haben, die übrigens im Fachjargon, wenn es das ist, müsste der Betreffende mal nachlesen, kann er sich mal im Internet informieren, Schizoid heißen. Das hat nichts mit Schizophren zu tun, das ist was ganz anderes. Schizoid heißt einfach, dass man sich durch sehr viel Distanz vor anderen Menschen schützt, vor seiner eigenen Verletzbarkeit schützt. Und diese Menschen sind oft im Herzen eigentlich überangepasst. Sie haben gelernt in ihrer Kindheit, frühen Kindheit, wenn ich hier überleben will, wenn ich hier irgendwie klarkommen will, muss ich mich selbst eigentlich ganz zurücknehmen und mich sehr, sehr einstellen aufs Gegenüber. Und dadurch passiert es halt auch schnell im Kontakt mit anderen Menschen, dass man so das Gefühl hat, dass man selbst gar nicht mehr so richtig stattfindet und dass man sich selbst eigentlich am besten spüren kann, wenn man tatsächlich auch allein ist. Also es handelt sich um eine ganz, ganz starke Schutzstrategie. Ich würde empfehlen, vor allen Dingen mich um dieses Innerste zu kümmern. Was ist da los? Wie bin ich geprägt worden? Welche Grundangst habe ich eigentlich? Wovor will ich mich beschützen mit diesem Verhalten? Also, dass man erstmal da genau hinguckt und ein besseres Gefühl sozusagen für die eigene Matrix bekommt, ja, also diese eigene tiefe eingeprägte Muster im Gehirn. Und zweitens würde ich dann einfach Schritt für Schritt mal trainieren, mich ein bisschen mehr für andere Menschen zu interessieren. Ja, also das wirklich sich einfach mal zu interessieren. Dahinter steckt ja eine große Angst normalerweise für Zurückweisung. Aber ich kann dem Fragenden versichern, wenn man ein freundliches Gesicht macht und sich für andere interessiert, ist eine Zurückweisung sehr, sehr unwahrscheinlich. Und der Punkt ist ja der, dass derjenige, haben wir da einen Vornamen oder irgendwas? Nee, die habe ich alle. Noch nicht mal einen Vornamen. Also ich nenne ihn jetzt Peter, das ist sonst so blöd. Also das ist der Peter, so nenne ich ihn jetzt. Indem er selbst so zurückhaltend und zurückweisend dadurch ja auch zu anderen Menschen ist, den anderen genau das zufügt, wovor er selber Angst hat, nämlich vor Zurückweisung. Ja, und das ist ja diese Täter-Opfer-Perversion, so nennen wir das ja in der Psychologie, dass das eigentliche Opfer, das vermeintliche Opfer, also der Peter, selbst zum Täter wird, weil er hat so Angst vor Zurückweisung und tut den anderen aber eigentlich genau das an, wovor er selber Angst hat. Aber ich denke, man kann da rauskommen. Da helfen natürlich gute psychologische Ratgeber. Aber auch, da mir das Muster noch sehr tief eingeprägt scheint, würde ich in dem Fall auch eine Psychotherapie empfehlen.
Ja, mega. Was könnte ich noch ergänzen? Also nur, dass die Leute vielleicht wissen, in meinen Worten, ich nenne das immer so, ich habe also die drei Modi der Co-Abhängigkeit. Ich nenne das immer so co-abhängige Bindungsangst. Das ist genau, was Steffi sagte, also dieses Muster von angepasst, aber als Schutz baue ich eben diese Mauern. Und genau, ich würde auch sagen, also wenn man nicht in eine Therapie geht, dann, also allein dieses mal Menschen anlächeln, in die Augen gucken, wirklich so eine, diese Intention fassen, ich bin jetzt mal freundlich. Und ich würde auch sagen, dieses, ich sage ja immer so, wie außen, so, wie innen, so außen, also dieses Interesse für sich selbst, ich interessiere mich für mich. Und dann, also klar, das hat man dich auch über Therapie, ich interessiere mich für mich, ich gehe in Selbstliebe, dass das auch wieder so rum sozusagen von außen zurückkomme, wie ich mich behandle. So genau, weil oft ist das nach meiner Erfahrung auch so, dass man sich da auch für sich selber nicht so richtig interessiert. Ja, super. Wichtiger Aspekt. Wichtiger Aspekt, das sind ja so gleichgültige Bindungsvermeider auch. Und die Grundeinstellung ist meistens, du bist mir egal und ich bin mir egal. Das, Ja, ja. das stimmt. Aber es ist ja immerhin gut, wenn man das sieht, ne? Häufig ist ja dieses, diese eigene Arroganz und Eingebildetheit ist ja häufig ja, wie so ein Balken, ne? Den man selber nicht sieht, ne? Man sieht so, was die anderen machen, aber ja, was ich da mache, sehe ich gar nicht. Ja, spannend. Das war schon mal echt spannend. Also, zweite Frage. Wie kann man als Verlustängstler bei sich bleiben und sich nicht auf den autonomen Partner versteift? Ich wollte ja immer bei ihm sein und die Verbindlichkeit schaffen, die ich nicht bekommen habe. Deswegen konnte ich mich so schlecht auf andere Lebensinhalte konzentrieren. Wie schaffe ich es, mich da zukünftig von zu lösen? Okay, ich hatte ja die Frage auch nochmal, die war ja ein bisschen länger und du hast sie jetzt etwas abgekürzt. Was die Fragende, ich nenne sie jetzt mal Annika, damit ich wieder einen Namen Ja. habe, eigentlich wissen wollte, sie hat ganz viel dafür getan, um möglichst bei sich zu bleiben und es alleine hinzukriegen. Aber eigentlich ist es ja gar nicht das, was sie will. Eigentlich will sie ja die Nähe zu dem anderen und deswegen hilft ihr das auch nicht wirklich. Diese Strategie. So habe ich die Frage verstanden. Und was mir, als ich die gelesen hatte, sofort dazu eingefallen ist, mit dem wirst du nicht glücklich. Also ich meine, alles hat ja seine Grenzen. Ja, also wenn man eigentlich in einer Beziehung sein will, wenn man eigentlich Verbindlichkeit will, wenn man eigentlich Nähe will, wenn man was Schönes gemeinsam erleben will und so weiter und so fort. Und der andere so massiv unter Bindungsangst leidet, dass man eigentlich alles alleine macht. Weil der andere sich sowieso nicht committet und sich dann immer vorreden soll, ich kann ja auch allein, ich kann auch allein, dann ist das für mich nicht gerade die Vorstellung einer gelungenen und glücklichen Beziehung. Und wenn der andere überhaupt nicht bereit ist, sich da an seinen Mustern zu arbeiten und sich zu verändern, dann ist eigentlich nicht die Frage, was jetzt die Annika gefragt hat, wie kann ich es irgendwie schaffen, vielleicht noch unabhängiger zu werden, sondern eher die Frage, wie kann ich es schaffen, mich da mal zu trennen und mir vielleicht jemand mal zu suchen, mit dem ich das leben kann, was ich eigentlich leben möchte in einer Beziehung. Also darum geht es eigentlich. Also ich würde ja eigentlich die Frage zurückgeben, was hindert dich eigentlich daran, dich von diesen Menschen zu trennen und dir jemanden zu suchen, mit dem du viel glücklicher wirst. Ja, ich würde auch wieder sagen, Standards und Dealbreaker ist das, entspricht das deinen Standards, diese Beziehung. Und das ist ja, das Problem ist ja auch, das ist ja wie so ein, hast du glaube ich auch viel beschrieben, Steffi, diesen Teufelskreis. Wenn jemand so bindungsvermeidend ist, dann wird man selber ja noch viel verlustängstlicher und als man mit einem sicheren Partner je sein würde. Und ja, ich würde auch denken, muss, also will ich mich wirklich diesem, will ich mich wirklich diesem anderen Menschen anpassen oder ja, ist es nicht wirklich eine Sache, dass man sagt, also es tut mir einfach nicht gut, ne? Ja. Eigentlich ein großer Fan dieser Bindungstheorien, frühkindliche Prägung, Bindungsvermeider etc. Aber andererseits hatte ich schon öfter die Situation, dass ich mal wieder jemanden kennengelernt hatte, mit dem es dann wieder nicht klappte und der alle Anzeichen einer Bindungsproblematik zeigte. Also Diagnose Bindungsangst. Und dann dreht er sich um und ist ein Jahr später verheiratet und bald Familienvater. Tja, das war's dann wohl mit der Bindungsangst. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses ganze Konstrukt überhaupt zutrifft. Also dazu muss ich mal ganz grundsätzlich sagen, ich kenne viele Menschen mit bindungsängstlichen Mustern oder sogar starker Bindungsangst, die trotzdem verheiratet sind.
Das hat erstmal überhaupt nichts zu sagen. Es ist manchmal die Lebenssituation, vielleicht ist die Frau, war das überhaupt nicht geplant mit der Schwangerschaft. Oder der Mensch sagt in dieser Lebenssituation, hey, ich muss doch jetzt mal irgendwie normal sein und zwingt sich vielleicht zu etwas, was ihm vielleicht innerlich auch nicht so liegt. Also das hat erstmal gar nichts zu sagen. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht die Möglichkeit ausschließen, dass es halt für diesen Menschen mit dir nicht so gut hingehauen hat und es nicht so sehr seine Bindungsangst war, sondern einfach, dass du nicht unbedingt seine Auserwählte warst und tatsächlich jemand anders. Das tut natürlich ziemlich weh, aber so ist das Leben manchmal. Da darf man sich auch nicht so sehr an diesen Selbstwertspiegel nehmen und denken, mein Selbstwertgefühl hängt jetzt davon ab, ob jemand anders mich gut fand oder nicht. Auf jeden Fall sind die Bindungsangst Theorien und auch das Geschehen, das ist schon sehr, sehr real. Und trotzdem kann es natürlich passieren, und das ist auch gut so, dass der ein oder andere seine Bindungsangst auch mal überwindet. Vielleicht hat dieser Mann ja auch einfach gedacht, Mensch, das passiert mir immer wieder, ich muss mich damit mal auseinandersetzen. Vielleicht hat er sich auch erfolgreich auseinandergesetzt. Das kann natürlich auch sein. Das Wichtigste ist, guck mal, was sind eigentlich meine Anteile? Warum suche ich mir immer solche Menschen aus? Dann guck mal, gibt es irgendwas bei mir, dass ich vielleicht selber dazu beitrage, dass es mit mir nicht so einfach ist, in Beziehung zu sein? Einfach nur mal gucken, könnte ja sein. Und vor allen Dingen entkoppel deinen Selbstwert davon, ob jemand dich haben will oder nicht, weil es sagt nichts über deinen Wert aus, sondern vor allen Dingen erstmal über das Verhalten nur des anderen. Ja, spannend. Ja, ich denke auch, das ist, wird ja auch schnell gesagt, Bindungsproblematik. Wir wissen jetzt bei, wie nennen wir die mal, Ursula, wissen wir jetzt nicht, haben die nur kurz gedatet, war es vielleicht einfach mangelndes Interesse, das ist ja manchmal schwer auseinanderzuhalten von Bindungsangst. Und dann, ja, sage ich auch immer, man sollte sich dann möglichst auch nicht mehr mit den Partnern beschäftigen. Und dann, das machen ja auch viele, das dann immer gucken, was machen die jetzt, wie geht's denen und stalken die auf Facebook und was dann da gezeigt wird, das muss ja auch nicht unbedingt der Realität entsprechen. Wer weiß, wie der neue Partner leidet unter dem Partner, das weiß man ja auch vielleicht gar nicht. Aber letztlich würde ich auch sagen, was Steffi sagte, eigentlich sollten wir jedem das Beste wünschen. Und wenn es zwischen euch beiden eben nicht gematcht hat und vielleicht mit jemand anders matcht, das heißt ja auch für dich, dass du auch jemand treffen kannst, dem du besser matcht dann sozusagen, ne? Ja, das muss man ja, ist ja dann in beide Richtungen gewissermaßen. Steffis Ansatz ist immer sehr rational. Bin ich mal gespannt, ob sie das auch so sieht. Erkennen, umdenken. Gibt es Tipps, wie man mit richtiger Verlustangst umgeht, wenn die Gedanken nur noch kreisen, nicht mehr schlafen, essen kann und der Körper im Ausnahmezustand ist? Passiert bei mir, wenn es eng wird und ich gleichzeitig das Gefühl habe, der andere könnte bald weg sein. Länger als ein paar Tage halte ich das nicht durch und beende das Ganze. Kann ich einiges zu sagen. Das Problem ist eigentlich die Vorarbeit. Ich sage immer, die Früherkennung ist die Mutter aller Präventionsmaßnahmen. Und was hier eigentlich passiert, dass die oder der Betroffene, wir wissen es ja auch nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, sagen wir jetzt mal Michael, in Krisenmodus geht. Und wenn der Krisenmodus im Gehirn angeschaltet ist, dann ist jegliche Vernunft blockiert. Und dann helfen auch meine Maßnahmen nichts mehr. Denn wenn du auf Krisen, wenn du schon in der Panikattacke drin bist, dann ist das Gehirn am Durchdrehen und kennt eigentlich nur noch so steinzeitliche Überlebensstrategien, ja. Und das ist in deinem Fall halt die Flucht, abbrechen und flüchten, um wieder aus der Panik rauszubekommen, ne? Das ist ganz steinzeitlich. So funktionieren unsere Gehirne. Die sind ja unserer modernen Zeit nicht angepasst. Und die Prävention müsste bei dir viel, viel früher ansetzen. Nämlich bei der Frage, wie kommt es zu meiner Verlustangst? Wie ist mein Selbstwertgefühl geprägt? Was habe ich mitbekommen von meinen Eltern? Und dass du dich aus dieser alten Schattenkind-Matrix, ich spreche ja immer vom Schattenkind, als diesen alten frühkindlichen Prägung löst und daran arbeitest, dass diese Verlustangst gar nicht mehr so auftritt. Und da können dir wirklich auch sehr meine Bücher helfen zum inneren Kind und mit all diesen Übungen auch zum Schattenkind, um viel, viel früher dieses Muster zu durchbrechen, weil was aus deiner Frage ganz eindeutig spricht, dass du 100% noch mit deinem alten Muster identifiziert bist. Und
Es ist ja auch nicht immer so leicht, wenn es sehr eingefahrene und starke Muster sind, alleine rauszufinden. Sonst würde ich dir einfach auch empfehlen, dir nochmal einen guten Therapeuten zu holen oder eine gute Therapeutin, die dich da auf dem Weg begleitet. Ja. Super, ja, kann ich eigentlich auch gar nicht viel mehr. Denke auch, das Problem ist ja meistens, dass man dann jemand datet und mit jemand zusammen ist, der ja einen vielleicht abtropfen lässt. Ich sage ja immer so Krümelbeziehung, vielleicht bindungsängstlich ist. Und das sind ja auch so Sachen, also aus meiner Erfahrung zumindest, dass wenn man erstmal so einen Partner hat, der bindungssicherer ist, dann kommt man ja gar nicht mehr so in die Verlustangst, ne? Dann hat man ja jemand, Oh. der da ist, ne? Also ich war jetzt davon ausgegangen, aber gut, das ist nochmal ein anderer Aspekt, der ist wichtig, dass du den jetzt hier auch nochmal reinbringst, weil ich war jetzt davon ausgegangen, dass sie eigentlich jemand hat, mit dem es okay wäre und trotzdem dreht das Gehirn durch vor laut. Aber du hast natürlich recht, das ist natürlich ein wichtiger Fall. Vielleicht sucht sie sich nämlich oder er sich, wir hatten ja Michael gesagt, auch Partner aus, die sowieso nicht viel Bindungssicherheit vermitteln. Und dann ist das ja logisch, dann kriegt jeder Angst. Dann ist das ja auch ein Stück weit normale Reaktion, die Verlustangst. Aber würde ich auch, genau, aber wie du sagtest, wenn es innerhalb einer relativ normalen Beziehung ist, dann würde ich auch sagen, sollte man auf jeden Fall vielleicht eine Therapie machen, dass man guckt, ob man einen irgendwas da so total antriggert, was man einfach nicht sieht. Ja, sehr schön. So. Ich habe vor 2 Monaten einen tollen Mann kennengelernt. Wir haben viele gemeinsame Interessen und eine sehr gute und gesunde Kommunikation. Er ist sehr reflektiert und geht auf mich ein. Aber woher weiß ich, ob ich wirklich mit jemandem zusammen sein will? Wie merkt man, ob man gut zusammenpasst auf Dauer? Also da gibt es auf mich so zwei Antworten. Ob man gut zusammenpasst, kann man eigentlich ziemlich gut vom Kopf entscheiden. Na, ob man wirklich passt, das ist eine rationale, ja, wir haben viele ähnliche Hobbys, wir haben viel gemeinsame Werte, wir fahren beide gern im Sommer im mediterranen Raum, wir mögen beide nicht Skifahren und so weiter und so fort. Also das ist ja eigentlich, na, und wir verstehen uns einfach auch sehr gut im Gespräch, das ist ja eigentlich ziemlich klar abzuschenken. Das andere ist ja eher so das Emotionale. Und da kriege ich eben oft mit, dass Menschen, die von ihrem Selbstwert nicht so sicher sind und auch oft sehr angepasst sind an andere Menschen, dass sie immer so schlecht unterscheiden können, was fühle ich eigentlich und was wird von mir erwartet, was ich fühle. Also dass diese inneren Grenzen so flüssig sind oder so permeabel. Also dass man irgendwie, weil man so gewohnt ist, immer die Antennen auszufahren, sobald ein anderer Mensch im Raum ist und zu gucken, was will der jetzt, wie muss ich jetzt sein, damit er mich nicht ablehnt, nicht richtig gelernt hat zu spüren, was ist eigentlich mein Gefühl und welches Gefühl gehört zum anderen. Und deswegen würde ich da mal genauer hingucken, wirklich versuchen, genauer deine Gefühle zu spüren und die besser zu unterscheiden von dem anderen. Also was wird von mir vielleicht erwartet? Denn das ist oft so ein Dilemma bei Bindungsangst, weswegen die auch oft so ins Zweifeln kommen, will ich dich überhaupt oder will ich dich nicht, weil sie eigentlich keinen guten Kontakt zu den eigenen Gefühlen haben. Also trainiere dein eigenes Fühlen und das kannst du machen, indem du sehr viel Aufmerksamkeit deinen Gefühlen widmest, dir vielleicht auch irgendeinen Reminder setzt über den Tag, dass du immer mal innehältst und dich fragst, wie fühle ich mich eigentlich? Und dir die Frage auch stellst, wenn du mit anderen, wenn jemand anders dabei ist, also wenn jemand anders im Raum ist, dass du immer wieder auch zu dir zurückgehst und sagst, wie geht's mir jetzt und nicht immer nur mit deinem Antennensystem beim anderen bist. Also wirklich deine Gefühle eben auch zu spüren. Denn das ist schon auch wichtig. Man kann hier rein rational sich für eine Liebesbeziehung unterscheiden, sodass du emotional eine größere Standpunktsicherheit bekommst. Ja, dass du emotional einfach besser weißt, wo bin ich gerade und was fühle ich. Ja, mega. Also diesen Reminder, das ist echt eine super Idee, das einfach mal zu üben. Dieses, was fühle ich gerade? Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, weil ich ja meine Pappenheimer so ein bisschen kenne, das vielleicht auch reinspielen könnte. Ich weiß es aber auch nicht hundertprozentig. Wenn ich jetzt jemanden date, der nicht dieses Drama-Ding aktiviert, so, ne? Dieses, oh, hier ist on-off und da und Love-Bombing und so, und jemand ist, der so normaler ist, dann merke ich, habe ich vielleicht nicht diese starke, also diese starke emotionale Drama-Antwort und muss dann erstmal, wenn das so alles ruhiger läuft, muss man vielleicht erstmal merken, dass es trotzdem ja sehr liebevoll, positiv sein kann, obwohl es nicht diese, ich
ich nenne das mal so Pizza- und Pommes-Gefühle sind, dieses so Bam irgendwie. Ja. Ja, cool, Okay. cooler Aspekt. Ja, stimmt. Ja, genau, dass dieses, ja. Ich Ja, ich hatte, nenne das mal entschuldige, dass ich so. das jetzt hier mal erwähne, aber ich habe ja diesen Stahl aber herzlich Podcast, wo ich ja Therapiegespräche mache. Und da war ja der Michael Nast, der dieses Buch Ja. Jeder ist Be Generation beziehungsunfähig, hat er ja geschrieben. Und der hat genau das geschrieben, beschrieben in seinem Podcast, dass er echt lernen musste, also in diesem Therapiegespräch, was er mit mir geführt hat, was alles, was Ja. nicht total Drama und rauschhaft war, war schon direkt aussortiert. Also er brauchte immer so dieses Drama und musste erstmal lernen, von diesem Drama wegzukommen, um irgendwie ja, in eine Beziehung reinzukommen. Ganz spannend, ja, das passt genau Ja. dazu. Ja, das müsst ihr euch auch unbedingt mal angucken. Das ist echt mega, wirklich. Sehr empfehlenswert, der Podcast von Steffi, wirklich. So, jetzt haben wir. Was hält denn die Steffi von Traumdeutung? Ich habe eine Bindungsängstlerin gedatet, also wahrscheinlich ein Mann. Nach einem Monat hatte sie einen Traum, dass wir uns gemeinsam auf einer Arktis-Expedition befinden und uns im Schneesturm verlieren. 3 Wochen später, als es ernster wurde, ghostete sie mich. War der Traum eine Vorahnung? Ahnung. Das kann, also erstmal, ich bin nicht die größere, also ich halte von einer Sache halte ich gar nichts, von dieser freudschen Traumdeutung, wo der Freud quasi jedem Ja. Symbol, also jedem, was weiß ich, wenn eine Schlange auftaucht im Traum, dann ist das irgendein sexuelles Symbol und so weiter. Also davon halte ich gar nichts. Das ist für mich reinste Esoterik. Was schon ja von der Hirnphysiologie so ist, dass wir einfach auch Erlebnisse verarbeiten und die unterschiedlich verarbeitet werden, obwohl das Gehirn manchmal da auch wirklich irgendeinen Datenmüll zusammen assoziiert in der Nacht. Ich finde Traumdeutung, ich würde es immer so handhaben, was ist deine eigene Deutung, ne? Also gib dem deine eigene subjektive Bedeutung. Und wenn du sie schon vorher im Schneegestöber verloren hast, dann hast vielleicht unbewusst gespürt, dass die nicht bindungssicher ist und hast das da im Traum verarbeitet. Das kann gut sein, dass deine Intuition, dein Bauchgefühl das eigentlich schon so ahnte, die ist nicht bindungssicher und das in so einem Traum dann auch verarbeitet hat. Ja. Ich genauso auch Traumdeutung würde ich auch immer, genau, finde auch, das soll der Klient selber sagen, was es wo bedeutet. Und aber ich habe das auch gehört und ich kenne es auch aus einer dieser schwierigen Beziehungen, die ich hatte, dass ich habe auch was ganz Ähnliches geträumt, dass ich irgendwie in Kuba bin und es kommen so 3 Tornados angedonnert. Ja, sowas habe ich auch in einer normalen Beziehung nie geträumt. Also ich glaube schon, dass man das manchmal verarbeitet und es will einem einfach irgendwas sagen, so, ne? Ja, ist ja schon ein starkes Symbol. Ja. Also, jetzt kommt eine Frage, die kann ich nicht beantworten und deswegen stelle ich die jetzt und Christian beantwortet sie. Und die Frage lautet: Was haltet ihr von dem Buch Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation von Maike Stoverock? Also, Christian, ich kenne das Buch nicht, du kennst es, kannst du kurz dazu Stellung beziehen? Weil, wenn es viele nicht kennen, würde ich jetzt auch kurz Stellung beziehen. Also, das ist ein Buch von einer Evolutionsbiologin. Ich bin auch noch dabei, das so richtig in der Tiefe zu verarbeiten, aber so im Großen und Ganzen geht es um das Thema, dass man halt untersucht hat, was für eine genetische Basis haben wir so als moderne Menschen und wie auch immer man das jetzt rausfindet, aber man hat halt herausgefunden, dass wir zu 70% von Frauen abstammen und zu 30% von Männern. Das scheint jetzt ja erstmal ein bisschen widersinnig zu sein, aber ist halt genau das Ergebnis, wenn man das jetzt vergleicht im Tierreich bei, was weiß ich, vielleicht Löwen, Wölfen, keine Ahnung, dass ja nur, also ein Teil der männlichen Population wirklich ja, Sex hat mit den Weibchen. Da, also die sozusagen oben in der Hierarchie stehen und die anderen, also viele Männer halt gar nicht da gesehen werden. Und sie sagt halt, ist auch ganz spannende Idee eigentlich, dass sie sagt, naja, diese moderne Zivilisation mit der Ehe, die hat halt so geführt, dass dieses Thema befriedet wird, dass auch sozusagen mal ganz platt gesagt jeder jemand abkriegt, dass es jetzt aber gerade wieder
aufbricht, weil halt alles frei ist, weil es diese Strukturen nicht mehr so gibt. Und es gibt tatsächlich einen ganz ähnlichen Prozentsatz bei Tinder, dass man herausgefunden hat, dass 20-30% der Männer quasi von den Großteil der Frauen sozusagen als Ziel ausgesucht werden. Also man sagt so, 80% der Frauen gehen auf 20% der Männer. Und für 80% der Männer bleiben 20% der Frauen übrig. Also so ist das ein Zufall, dass es der gleiche Prozentsatz ist. Und die sagt, sie meint halt, was ich eigentlich auch so sehe, dass die Frau häufig wählt. So. Und weil sie jetzt wieder ganz frei wählen kann, führt das nicht dazu, dass es Männer gibt. Und wir sehen ja auch schon in den USA diese Incel-Bewegung, involuntary, also Männer, die keinen Sex haben, obwohl sie welchen haben wollen. Und die andere Gruppe heißt Men Going Their Own Way. Also die sagen, wir haben gar keine Lust mehr auf Daten. Also kommt da sowas auf uns zu, dass es eine Gruppe von Männern gibt, die überhaupt nicht mehr in Beziehungen kommen. Und was hätte das für die, welche Folgen hätte das für die Gesellschaft? Also ich will es mir nochmal richtig zu Ende zu Gemüte führen. Ich hatte das Gefühl, dass es teilweise sehr, obwohl sie Wissenschaftlerin ist, kam es mir teilweise sehr als ihre eigene Meinung oder vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen, ist ja manchmal so schwierig, so evolutionsbiologisch zu argumentieren, das wirklich wissenschaftlich sauber zu machen. Und naja, also eine Endmeinung habe ich noch nicht so richtig, aber ich finde diese Fragestellung finde ich super spannend. Spannend. Ich habe mal dazu eine Frage. Also normalerweise kriegen wir Frauen ja immer so das Gefühl vermittelt, wenn wir nicht super aussehen und alles toll, dann kriegen wir keinen ab. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Ich meine, auch Männer haben ja ein ganz krasses Beuteschema, was die Attraktivität von der Frau betrifft. Geht sie darauf auch ein, umgekehrt? Weil es ist immer nur die armen Männer, die nicht zum Vögeln kriegen und die Frauen? Ja, aber auf Online-Börsen scheint es tatsächlich so zu sein, dass ein Mann 100, also sagen wir mal auf Tinder gibt es auch so Untersuchungen, der muss 100 Swipes machen, bis er ein Match hat. Und eine Frau braucht häufig nur 2 bis 3 Matches. Aber gut, ist auch die Frage, erfüllt die jetzt diese optischen Anforderungen? Also das sehe ich tatsächlich auch so, dass viele Männer diese Optik super wichtig ist und gucken da nicht so sehr auf den Charakter. Da sind, glaube ich, Frauen anders, dass sie ja, also auch das Aussehen vielleicht erst auf Platz 3 oder 4 kommt. Aber viele Männer, ja, keine Ahnung, ich glaube, also ich höre eigentlich von beiden immer nur Klagen über das Dating. Aber ja, keine Ahnung. Also so eine Endmeinung habe ich da auch noch nicht so, ja. Okay. Gut, dann wieder eine Frage an dich, Steffi. Das ist auch eine spannende hier. Was haltet ihr von den vielen auch laienhaften Videos und Coachings zum Thema Beziehung, Selbstwert und Narzissmus? Sind das Gefahren oder auch Chancen, um hilfreiche Antworten zu bekommen? Die musst du beantworten, Christian. Ich habe mir schon das eine oder andere angeguckt. Okay. Es gibt einen, von dem halte ich einfach wissenschaftlich nicht so viel. Ich glaube, der heißt Bonelli, ne? Ja. Das finde ich fragwürdig, was der da erzählt. Das ist nicht eigentlich mit der modernen Forschung oder dem aktuellen Wissen nicht in Verbindung zu bringen. Ich kenne sie aber nicht alle. Ich vermute, da bist du ein bisschen fitter als ich, Christian. Was ist deine Meinung? Ja, ich sehe es tatsächlich. Ich meine, klar, jeder ist ja toll, dass wir diese Vielfalt haben und jeder seine Meinung in die Welt rausposaunen kann. Das finde ich also grundsätzlich ja auch demokratisch, und wenn Menschen so aus eigener Betroffenheit Videos machen und sagen, mir ist es so und so ergangen, finde ich auch in Ordnung. Aber für mich ist das wirklich eine Sache, wo ich manchmal, ja, wenn ich sie schon hätte, graue Haare kriege, weil man manchmal so das Gefühl hat, dass Menschen denken, Psychologie ist eine Sache, dass man nicht studieren muss. Ne? Also Psychologie, das weiß man, da hat man mal eine Erfahrung gemacht, hat mal ein Wochenende irgendwie 3 Vorträge gehört, hat selber 5 Videos geguckt und meint dann, man könnte jetzt coachen oder könnte super nachhaltige, Angebote oder weiß alles oder hat alles durchschaut oder ist irgendwie, kann alles aufklären. Muss ich zugeben, regt mich richtig auf, weil das wird man, zum Beispiel in der Physik wird das keiner denken, dass ich mal eben ein Video mache über Raketentechnologie, wird jetzt keiner drauf kommen irgendwie. Also ich sehe es kritisch, aber ob man das jetzt kritisch sieht oder nicht, also es gibt es und mir ist gerade noch was dazu eingefallen, weil es gibt ja mehrere Fachleute auch,
Na, die Bärbel Wadertzki heißt die eine. Also es gibt ja einige. Haltet euch einfach an die Videos, die von Fachleuten gemacht sind. Da sind ja einige Fachleute auch unterwegs, obwohl einen hatte ich eben selber erwähnt, der ist eigentlich auch vom Fach, aber ich kann ihn da inhaltlich nicht bestätigen. Aber das ist schon immer mal eine ganz gute Orientierung, weil da sind auch ganz gute Fachleute da unterwegs. Ein super, super Rat. Ja, das würde ich auch Du sofort. hast eben eine Frage übersprungen, und zwar die hinter dem Female Choice kam. Lieber Christian, liebe Steffi, ich würde gern erfahren, wie Steffi erreichtes Selbstbewusstsein oder Selbstwert definiert. So viele reden viel vom Weg dorthin, geben Tipps und Tricks, aber wie fühlt sich das Ziel an? Also wie fühlt es sich an, wenn ich tatsächlich Selbstwertgefühl erreicht habe? Und das finde ich eine sehr, sehr coole Frage, die ist mir eigentlich so auch noch nie gestellt worden. Sie fragt dann weiter, ist es eher so eine stillere Zufriedenheit oder hat man mehr Gleichmut oder hat man plötzlich keine negativen Glaubenssätze mehr oder beachtet man mehr seine eigenen Grenzen? Und willst du mal anfangen oder fällt dir was dazu ein? Genau, fange ich mal an. Ich finde es auch eine super Frage. Also ich denke tatsächlich, hohes Selbstbewusstsein hat man zum Beispiel in dem Moment, wo man es nicht mehr verteidigen muss, ne? Wo man das einfach in sich ruht und sagt, hey, ich bin ein cooler Typ, und weder sich, wenn man jetzt mal an Dating denkt, zum Beispiel, weder sich klein machen muss irgendwie, noch irgendwie sagen muss, hier mein Boot, meine Yacht, mein Porsche, sondern ja, wenn man sozusagen ja mit sich im Reinen ist, auch ein gutes Maß an Selbstliebe hat, dass man sich nicht mehr so abhängig fühlt von der Bestätigung anderer, nicht mehr so abhängig von Beziehungen. Ja, und in so einer Ruhe ist. Und ich finde Selbstwert, aber ja, also das ist so meine persönliche Meinung, ich finde Selbstwert vor allen Dingen ein Set an, dass man Verhaltensweisen zeigt, die einen hohen Selbstwert haben, sozusagen. Das ist vielleicht nicht eine Sache, die ich jetzt in jeder Sekunde fühle, aber ich kann sozusagen, nehmen wir mal an, jemand taugt mich übers Ohr bei irgendeinem Einkauf oder irgendwie sowas. Ich kann da hingehen und kann sagen, hier, das ist nicht in Ordnung, ich hätte es gern so und so, ich muss auch nicht laut werden, ich muss, aber ich habe die Fähigkeit, für mich einzustehen. Ich kann, wenn ich einen Menschen super toll finde und den schon fünfmal in der Bar gesehen habe, kann ich da hingehen und kann sagen, hey, ich finde dich interessant, hast nicht Lust, dass wir mal Wein trinken gehen oder so. Also ich kann meine Bedürfnisse sagen und das ist wiederum, ja, also ich denke, das sind halt Selbstwert, Verhaltensweisen mit einem hohen Selbstwert und das führt natürlich dann auch wieder zum Gefühl von Selbstwirksamkeit, ja, vielleicht auch ein bisschen Stolz auf sich selbst, dass man eben sich die Dinge ranholen kann, also die man gern haben möchte. Ja. Ja, wie siehst du das? Ich finde, du hast es schon ziemlich gut beantwortet. Ich sehe das auch so. Und ich möchte noch mal ein anderes Wort dazu bringen. So dieses Gefühl, dass man authentisch sein darf. Das hast du ja eigentlich im ersten Teil deiner Antwort beschrieben, ne? So dieses Gefühl, ich darf so sein, wie ich bin eigentlich, ja? Ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht verbiegen. Das heißt ja nicht, dass man sich da benimmt wie eine offene Hose. Jeder Mensch muss im gewissen Maße sich ein bisschen anpassen. Aber dass man im Großen, also das Gefühl hat, ich darf ich sein, ne? Und dass man so eine gute Balance hat, so innerlich zwischen Bindung und Autonomie. Bindung heißt ja, wenn ich muss mal nachgeben, dem anderen zuhören, mich anpassen können irgendwo, um eine Beziehung aufzubauen. Und Autonomie heißt, ich habe aber auch einen eigenen Willen und kann mich auch selbst behaupten. Und dass man da ziemlich flexibel auch sein kann zwischen, nee, hier kann ich gerne mal nachgeben, mich anpassen, es ist auch wichtig, kooperieren, zuhören. Und aber ich kann auch mich selbst behaupten, ich kann auch für mich eintreten und für meinen Willen eintreten. Und vor allen Dingen denke ich, man denkt halt viel wenig drüber nach, viel weniger drüber nach. Man hat viel öfter so diesen Zustand der Stimmt. Selbst Vergessenheit, ne? Also im englischsprachigen Raum heißt ja, wenn man sich unsicher fühlt, to be self-conscious. Self-conscious heißt ja, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und das ist ein Zeichen der Unsicherheit, weil ich dann so gucke, wie wirke ich jetzt, was mache ich jetzt, wie sehe ich jetzt aus? Also ich bin mir meiner selbst Ach, so spannend. bewusst.
Aber wenn man halt selbst vergessen ist, auch im Gespräch und im Zusammensein mit anderen Leuten, dann hat man nicht immer, was wir Psychologen nennen, dieses Auto-Monitoring. Das heißt, dass man sich quasi von außen immer mitfilmt, wie wirke ich jetzt, was mache ich jetzt, was sage ich jetzt, was tue ich jetzt, sondern man fühlt sich so wohl in seiner Haut und kann sich auch wirklich darauf gut konzentrieren, was da draußen sonst noch in der Welt passiert und was mein Gegenüber mir gerade erzählt, ohne ständig auch damit beschäftigt zu sein, wie ich jetzt wirke. Und das auch im Nachgang einer Begegnung. Selbst unsichere Menschen machen sich auch nach einer Party, nach einer Begegnung oft Gedanken, ah, wie habe ich es wohl gewirkt und dann Ja. kommen sie in so einen Grübelmodus. Ja, das ist doch, finde ich mega, so sein, wie man ist. Ja, also ich glaube, kürzer kann man es gar nicht zusammenfassen. So, jetzt kommt, glaube ich, eine Frage, wo beide gesagt haben, boah, die ist ganz schön schwierig, wenn die das jetzt schon ist. Meine Frage wäre, wie kann ich eine starke Selbstwertverletzung, Kränkung loslassen, Schamgefühle auflösen? Wie kann man seine Selbstachtung danach stärken? Jetzt bist du mal wieder dran. Weil das ist für mich eine Frage, die ich besser beantworten könnte, wenn ich jetzt das Gegenüber hätte und ein bisschen nachfragen könnte. Ne? Also da bräuchte ich jetzt noch so ein bisschen mehr. Aber du hast, glaube ich, eine ganz gute, allgemeine Strategie. Ja, also kennt ja vielleicht den Begriff, den nutze ich ja oft, des Schmerzkörpers. Den habe ich mal von Eckhart Tolle entliehen, als so diesen Teil in sich, wo die ganzen Traumata, ob das jetzt persönliche Traumata, kollektive Traumata, Familientraumata, und das ist dieser Bereich, der häufig so wehtut, also wenn man gekränkt hat, wo dieses Schmerzgefühl ist, wo dieses, und ja, Schamgefühl ist ja sowieso, denke ich, am Grund fast aller Bindungsstörungen ist, glaube ich, immer Scham, die man schon in der Kindheit gefühlt hat, dieses, ja, so, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie falsch, man ist irgendwie nicht richtig, und ich arbeite da gerne mit diesen Hypnotrance-Übungen, wo man sich halt diesen Bereich vorstellt, also wie zum Beispiel so eine schmerzende Wunde, die man dann in so einer Trance irgendwie mit Liebe überschüttet, mit Licht überschüttet, in so ein Heilungsbad reinwirft, also wo man ja quasi mit so hypnotischen Mitteln sich vorstellt, dass man das so heilt. Das natürlich vor allen Dingen, wenn man so ja, mit sich selber was tun macht. Ansonsten, ja, ist es natürlich auch eine Domäne der, ja, wenn man mal in Therapie geht, würdest du, glaube ich, auch so sehen, ne, Steffi? Das Problem ist immer bei diesen ganz starken Gefühlen, gerade Schamgefühle, die können einen ja irgendwie so umhauen. Das blockiert ja immer eigentlich so den frontalen Kortex, also sprich sämtliches Lösungswissen. Und deswegen finde ich es ganz gut auch, dass du da mit dieser Antwort Trance kommst oder Hypnotherapie. Hast du eigentlich nicht einen konkreten Tipp, wo man irgendwie eine coole Trance zu diesem Thema auch mal runterladen kann? Ja, ist natürlich, ihr habt die noch und nöcher in meinen Kursen, also Heilübung fürs innere Kind. Aber ich glaube, du hast das doch auch auf deiner Website, ne? Einer Website, ne? Irgendwie Ich habe die so eine Schattenkind. Schattenkind-Trance und die Sonnenkind, aber die ist jetzt nicht direkt für dieses Thema Schamgefühle. Deswegen dachte ich, vielleicht kannst du eine empfehlen oder hast du irgendeinen Link, den du vielleicht auch in den Shownotes mitgeben kannst. Ich habe das bei mir im. Ich glaube, das ist bei mir im Modul 2 Vertiefungsübung zum Liebeschip. Da gibt es tatsächlich genau dafür eine Trance-Übung. Ja. Werde ich mal drunter packen hier. So. Ja, das war eine schöne Frage für dich, Steffi hier. Was kann man tun, wenn die Bindungsangst die Lust auf eine Beziehung kaputt macht, obwohl man eigentlich schon eine will? Also das ist ja eigentlich so dieser Klassiker, diese innere Ambivalenz, das spiegelt ja diese Frage unheimlich gut wider. Ne? Ich will und gleichzeitig habe ich Angst. Und es ist ja so ein ganz, ganz klassischer innerer, wir nennen das in der Psychologie, Annäherungs-Vermeidungskonflikt. Ne? Man will hin und gleichzeitig will man vermeiden. Hin und vermeiden. Hin und vermeiden. So. Und das ist ja eigentlich das Urwesen der Bindungsangst. Und das Urwesen der Bindungsangst kann man ja am besten auflösen, indem man halt genau an diesem Selbstwertgefühl arbeitet, an seinem Schattenkind arbeitet, an diesen ganzen alten Prägungen arbeitet. Und da kann ich wirklich, da kann ich jetzt hier keinen Schnellkurs geben, aber ich denke, da kann ich mit allerbestem Gewissen tatsächlich zum Beispiel mein Buch Jeder ist beziehungsfähig empfehlen, weil da nehme ich
euch an die Hand, erkläre, wie das geht. Mein Arbeitsbuch dazu, da sage ich immer, das ist Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Ich habe so ein Arbeitsbuch, wo man dann direkt auch reinschreiben kann und so. Da denke ich, da kannst du da eine ganze Menge mitmachen, weil es geht ja darum, diese alte Matrix aufzulösen, ja, dieses Schattenkind, was sich so geprägt hat. Und es wird jetzt hier einfach den Rahmen der Veranstaltung sprengen, wenn ich da jetzt so einen ewigen Vortrag zu halten würde. Aber da auch Kurse gibt es dazu, Online-Kurse habe ich, also guck da einfach mal, also das ist auf jeden Fall machbar. Und wenn alles nichts hilft und du sagst, ich komme da alleine nicht weiter, wie immer, dann versuch halt nochmal eine Psychotherapie anzugehen. Aber das ist machbar, das kann man hinkriegen. Ich hätte da noch als Tipp, also bei mir wäre das übrigens Modul 6, das ist so mein Kurs für, sag ich mal, für Hardcore-Bindungsängstler, wo man diese ganzen Distanzierungsstrategien sich angucken kann. Und ich wollte das auch nochmal betonen, was gerade Steffi sagte, wenn man so in einer Bindungsangst ist, die nimmt man ja nicht so, oder vielleicht manchmal schon, aber oft eben nicht als Angst wahr, sondern als Ambivalenz. Ne? Das Hauptgefühl ist ja tatsächlich Ambivalenz und wenn das in der Verlustangst ja diese Angst ist. Und einen Tipp habe ich immer noch, dass man nicht Menschen daten sollte, die zu bedürftig, zu needy sind, weil da wird jeder irgendwann bindungsängstlich. Und da sollte man mal gucken, habe ich jetzt jemanden, der so doll an mir zieht, dass es, dass an meinen Mauern zu sehr hochgehen. Also auch das ist halt manchmal auch ein bisschen eine Frage der Kompatibilität. Gibt es Dinge, die man auf jeden Fall tut, beziehungsweise auf keinen Fall tut, wenn man verliebt ist oder jemanden liebt? Und ist der Umkehrschluss korrekt? Wenn jemand bestimmte Dinge tut, dann ist er nicht verliebt, liebt jemand nicht. Aber das ist ja echt eine weite Frage, ne? Meine Güte. Soll ich mal anfangen? Ja. Du hast ja bestimmt viel zu sagen, weil du bist ja der Meister der Beziehungsstandards. Also ich würde die Frage eindeutig bejahen. Natürlich gibt es Dinge, die man auf keinen Fall tut, wenn man jemanden liebt. Also man macht es einfach nicht, dass man den anderen willentlich, also so verletzt, dass man, wenn man sagt, okay, wir haben zum Beispiel diesen Deal, dass wir uns treu sind, wenn man dann tatsächlich untreu ist. Das ist nicht der Normalzustand, dass man jemanden anders betrügt. Okay, kann schlimmstenfalls mal passieren. Man verletzt keinen vorsätzlich. Man geht nicht ständig der Nähe aus dem Weg und versucht ständig Nähe zu vermeiden. Der Punkt ist ja vielleicht bei der Frage, dass man so ein bisschen unterscheiden muss, ob jemand verliebt ist oder ob er auch beziehungsfähig ist. Denn auch Leute, die nicht beziehungsfähig sind, können sich durchaus verlieben. Aber dann machen sie alle möglichen beziehungsgestörten Manöver, die eigentlich mit Liebe dann auch wieder nicht mehr so viel zu tun haben. Also da würde ich sogar wirklich wieder an Christian verweisen, der sagt, mach dir deine eigenen Standards. Und dann ist die Frage, ob der dich jetzt liebt oder nicht, ziemlich wurscht. Ne? Christian, habe ich dich richtig verstanden? Brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Danke. Danke. Doch, finde ich schon. Wer jemand, der dich jetzt nicht ständig hört, da will ich jetzt nochmal drei Sätze zu sagen, weil ich finde das genial, okay, mit diesen Standards. Das ist ja dieser ganze Bereich mit, was ich mal nenne, die roten Flaggen. So, ne? Also nehmen wir mal an, du datest jetzt jemand und du wähnst dich voll verliebt und den anderen auch und dann flirtet der, weiß ich nicht, nach 3 Wochen vor deiner Nase wirklich total schamlos mit der Kellnerin oder ja, also wenn man so, oder was weiß ich, meldet sich plötzlich eine Woche nicht oder man stellt nach 2 Monaten fest, der andere ist gar nicht Single, also da muss man nicht denken, dass es irgendwie so eine, weiß ich nicht, komische Art von Liebe ist, die das einschließt oder dass man Liebe jetzt heißt, ich muss das alles akzeptieren. Sondern da muss man sich einfach klar machen, also wenn ich wirklich geliebt werden würde, dann würde mir die Wahrheit nicht vorenthalten werden und dann würde ich auch ordentlich behandelt werden. So, ne? Das ist auch wirklich viel gesunder Menschenverstand, der natürlich in der Verliebtheit häufig, das ist mir natürlich auch klar, aus dem Fenster geworfen wird. Aber das ist wirklich eigentlich, ich finde das auch, also ich frage ganz häufig, wenn ich Klienten habe, was sagen deine Freunde dazu? Also es ist wirklich häufig, haben Freunde dann eine ganz klare Sichtweise und drauf sagen, oh Mann, das, weil die natürlich nicht so drin hängen und muss immer überlegen, würde ich das auch tun, wenn ich jemanden wirklich lieben würde, diese ganzen Manöver und komischen Sachen und wenn man dann feststellt, nee, also auf gar keinen Fall, dann ist es auch letztlich egal, also wie gesagt, das ist auch häufig nicht bewusst, glaube ich. Und dann ist aber letztlich egal, ob der Bindungsängstler einen liebt und macht diese ganzen Manöver. Wenn es einem nicht gut tut, tut es einem nicht gut. Also fertig. Ja. Da bin ich ja sehr drastisch. Ja.
Ja, jetzt kommt eine Frage, die finde ich ja, mich ja auch sehr gespannt auf deine Antwort. Wie steht Steffi zur Spiritualität? Die kann ich ganz ehrlich beantworten. Ich bin leider gar nicht spirituell. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Das ist einfach, was mir meine Gene hergeben. Ich glaube, dass das auch eine genetische Veranlagung ist, ob jemand dazu eher neigt oder nicht neigt. Aber man kann halt nicht gegen seine eigenen Überzeugungen antreten. Das ist halt das Problem. Ich kann mir auch nicht einreden, ich wäre Katharina die Große. Also man, und ich glaube halt leider nur an sehr einfache Dinge wie die Evolution und in dem Sinne auch eine ziemlich materielle Welt. Hoffe aber immer, dass es anders ist. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich viel lieber spirituell. So bin ich halt leider nur spirituos sozusagen. Ich sage immer, ich bin nicht spirituell, ich bin spirituos. Ich komme ja hier aus der Moselgegend, ich trinke gerne Wein. Aber wenn Oh, es ich liebe die anders, Moselwein. ja, aber wenn es anders wäre, wäre es mir eigentlich lieber. Und ich versuche da auch immer offen zu bleiben, weil es kann ja auch sein, dass ich noch auf so einer ganz primitiven Ebene unterwegs bin und das noch gar nicht so richtig geschnallt habe, dass es da noch viel mehr gibt. Es kann aber auch leider sein, eventuell, dass ich es richtig sehe, aber Heaven knows at the end. Ja. Also ich vertrete jedenfalls in meinen Ansätzen, und damit kann man verdammt weit kommen, egal ob man jetzt spirituell ist oder nicht. In all meinen Büchern, meinen Ansätzen vertrete ich eigentlich die wissenschaftliche Psychologie, und mit der kann man auch schon sehr weit kommen heutzutage. Absolut. Ja. Okay, sehr gut. Viele Menschen suchen sich Partner, die schwer zu haben sind, damit sie nicht die Bedrohung echter Nähe empfinden. Worin liegt die Bedrohung? Was wird als diese empfunden? Warum stellt Nähe eine Bedrohung dar? Soll ich da antworten? Ja. Nähe kann vor allen Dingen die Bedrohung des Verlustes darstellen. Wenn mir jemand sehr nahe kommt, kann er mich erstmal sehen, wie ich wirklich bin. Also für Menschen, für die Nähe eine Bedrohung ist, die haben ausnahmslos kein stabiles Selbstwertgefühl. Das heißt, je näher ihnen jemand kommt, desto genauer, ne? Also so zu sehen, dann sieht man ja jeden Pickel. Also jetzt mal im Bild zu bleiben, ne? Und dann wird die Gefahr, dass ich abgelehnt werde, weil der andere vielleicht merkt, ich bin ja gar nicht so toll und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Also weil ich ja mein eigenes geringes Selbstwertgefühl, was man vielleicht in dem Satz zusammenfassen kann, ich genüge nicht, in den Kopf meines Gegenübers projiziere. Denn wenn ich habe ja eben gesagt, man kann nicht gegen seine Überzeugung antreten, habe ich ja eben bei der letzten Frage gesagt. Wenn ich also total überzeugt bin, dass ich nicht genüge, dann gibt mein Gehirn das nicht her, dass ich mir vorstellen könnte, dass irgendjemand das anders sieht als ich selbst. Also nehme ich ja dieses Gefühl und tue es in den Kopf des anderen und hole es mir von dort aus wieder sozusagen zurück und denke, das geht hier sowieso schief, ich werde auf jeden Fall verlassen. Und da fängt die Bedrohung an, weil dann kommt diese Verlustangst und auch die Bedrohung des Selbstwertes, dieses Zurückweisen. Und das hat keiner gern. Keiner, auch Leute mit einem stabilen Selbstwert, finden es nicht klasse, wenn sie zurückgewiesen werden. Ne? Das liegt in unserer Evolutionspsychologie. Denn die Evolution will ja, dass wir alle binden. Und damit wir uns binden, müssen wir anerkannt werden. Und wer nicht anerkannt wird, kriegt keine Bindung. Also haben wir schon genetisch bedingt alle ein großes Anerkennungsbedürfnis. Aber Menschen, die jetzt sowieso noch denken, mit mir stimmt was nicht, deren Bedürfnis anerkannt zu werden, ist ja noch viel größer, weil es für sie viel wichtiger ist und viel mehr auf dem Spiel steht. Und deswegen ist die Nähe eine Bedrohung. Nun ist es aber oft so, und das ist mir sehr wichtig, weil viele Menschen, die jetzt unter Bindungsangst leiden, und mir kommt die Frage vor, wie von jemand gestellt, der gerade da irgendwie so ein bisschen verstrickt ist in eine Beziehung mit jemand anders, der Nähe als Bedrohung empfindet. Na, und deswegen sagt, wieso finden das Leute als Bedrohung? So höre ich die Frage raus. Die bindungsängstlichen Menschen spüren aber oft gar nicht so die tiefe Verlustangst. Die spüren nur, dass Beziehung was sehr Einengendes ist, was ihnen ihre Freiheit raubt, was sie sowas bevormunden, wie so ein Gefängnis. Und das hängt damit zusammen, dass sie schon als Kinder eigentlich früh trainiert haben, um
ihren Selbstwert zu beschützen und um mit ihren Eltern klarzukommen, sich ganz dolle anzupassen. Das heißt, so einen richtigen Zugang zu diesem Gefühl, ich bin nicht okay und ich werde sowieso verlassen, haben die gar nicht mehr. Die spüren nur noch ihr Anpassungsprogramm und fühlen sich ganz schnell bedroht, weil ihnen alles irgendwie zu eng wird und sie meinen, ich muss jetzt nur noch alle Erwartungen erfüllen und ich muss jetzt 1000 Kompromisse eingehen und ich muss mich jetzt so verhalten, wie du mich haben willst. Die spüren eigentlich nur das. Sie spüren nicht mehr, dass darunter ja dieses Gefühl ist, ich muss mich so dolle anpassen, weil du mich sonst nicht haben willst und weil ich ja eigentlich nicht okay bin, deswegen muss ich mich so viel. Das wird oft nicht mehr gespürt, die Verlustangst. Also viele bindungsängstliche Menschen haben gar nicht so einen direkten Zugang zu diesem Gefühl der Verlustangst, sondern nur den Zugang zu diesen Einengungsgefühlen. Ja. Ja, ist mega. Ich könnte jetzt nur noch hinzufügen, dass manchmal ja auch, wenn man so Eltern hatte, die vielleicht so ein bisschen, soll ich mal sagen, immer zu nah sind, so ein bisschen grenzüberschreitend waren, man gleichzeitig aber nicht sagen durfte, das ist mir jetzt zu viel, so, dann könnte es manchmal auch genau sowas sein, ich darf nicht sagen, ich brauche jetzt mal Abstand oder ich brauche jetzt mal einen Tag für mich oder so, dann werde ich nicht mehr geliebt sozusagen, ne? Ja, so, die letzte Frage. Ich habe nun viel an mir gearbeitet, mich verändert, schaue genauer hin und stehe für mich ein. Mein Partner hingegen veränderte an seiner inneren Aufstellung überhaupt nichts, außer dass er seit 10 Monaten nicht mehr kifft. Was spiegelt er mir? Das ist meine Frage. Okay. Das ist meine Frage, weil da haben wir wieder genau das, was wir in der Psychologie als das gespiegelte Selbstwert empfinden, ja, bezeichnen. Ne? So verstehe ich die Frage. Also im Grunde, wenn ich die Frage jetzt mit meinen Wörtern übersetze, was sagt das über meinen Wert aus, dass der sich nicht verändert? Ne? Was spiegelt er mir? Ne? Was heißt das für mich jetzt? Und die Antwort kann nur laut nichts. Denn wenn man es mal von außen ganz nüchtern betrachtet, ne, wirklich vom Kopf her, von draußen mal vom Erwachsenen ich drauf schaut und sich fragt, was heißt das, der Partner verändert sich nicht, obwohl ich, was sagt das über meinen Wert? Ja, nichts sagt das, sagt nur was darüber, dass er aus welchen Gründen auch immer, weil er sich nicht reflektieren kann oder will, sich nicht verändert. Übrigens, sich eine Sucht abgewöhnen, nur nicht mehr kifft, darf man nicht unterschätzen, aus Süchten auszusteigen. Wenn das echt ein Gewohnheitskiffer war, dann ist das kein nur. Das ist nämlich gar nicht so leicht, sich solche Gewohnheiten abzugewöhnen. Insofern vielleicht auch mal da relativieren, ob das wirklich nur ist. Aber es spiegelt dir nichts. Und wenn du wissen willst, ob die Beziehung für dich noch taugt oder richtig ist, versuch es einfach mal ein bisschen nüchtern von außen mal zu sehen. Guck mal vom Verstand aus, stell dir mal vor, wärst ein Richter oder eine Richterin, hättest deinen eigenen Fall zu beurteilen. Sprich auch gerne mal mit Freunden drüber, wie die das sehen und versuch mal zu einer möglichst nüchternen Einschätzung zu kommen, weil in solchen Fällen hat der Verstand oft recht, muss man sagen. Na, und dann ist es eher so das Schattenkind mit einer gewissen Verlustangst, was sich vielleicht einfach nicht trennen kann, obwohl der Verstand vielleicht schon länger denkt, nee, eigentlich ist das nichts. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die natürlich auch immer zu bedenken ist, und Christian, das kennst du auch, wir kennen das so gut aus unserer psychotherapeutischen Praxis, dass wir auch immer wieder Menschen begegnen, die so fürchterlich hohe Ansprüche an ihren Partner haben und rummäkeln und das und jenes, die wirklich lernen muss, jetzt lass den Jungen noch mal zufrieden oder lass die Frau noch mal zufrieden, ist doch alles gut. Ne? Entwickel mal eine gewisse Schwächentoleranz, weil mit deinen Ansprüchen und ständig an dem anderen rumzuschrauben, wird das nichts. Weißt du, was ich meine? Das hat ja immer so seine zwei Seiten. Ne? Ja, absolut. Also ich würde auch vor allen Dingen erst mal sagen, es spiegelt ja gar nichts, genau. Und das ist ja so eine Idee des Pluspols, wie ich die immer nenne, diese Menschen. So, wenn ich mich ganz doll anstrenge, dann macht das der andere bestimmt auch. Aber das ist leider nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Manchmal ruht sich der andere dann noch mehr aus. So. Ja, mega. Vielen Dank, Steffi. Ich kann ja schon mal sagen, stellt ruhig wieder Fragen. Also wir wollen auf jeden Fall irgendwas weitermachen, vielleicht machen wir nochmal so eine Fragenrunde, vielleicht was anderes, das gucken wir nochmal, aber fragt ruhig unter diesem Video, schickt wieder E-Mails und ja, das Übliche,
like den Kanal, lasst ein Abo da und so weiter. Und aber ich sage erstmal vielen Dank, Steffi. Hat wieder mega Spaß gemacht, dass du dich nochmal bereitgestellt hast. Und ja, es ist einfach eine Wohltat, mit dir zu arbeiten. Richtig schön. Kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Okay, tschüss. Tschüss.